Schrille Töne gibt es natürlich immer auch im US-Wahlkampf. Und da bietet sich jetzt für die gegnerische Seite ein gefundenes Fressen. US-Präsident Joe Biden ist nämlich bei einem Auftritt in einer Militärakademie im Bundesstaat Colorado auf offener Bühne gestürzt. Als der 80-Jährige am Ende der Veranstaltung über die Bühne gelaufen ist, ist er gestolpert über einen Gegenstand am Boden, fiel dann vornüber der Länge nach hin. Vielleicht prinzipiell kein Problem, doch wenn es den amerikanischen Präsidenten betrifft, dann schon, zumal Joe Biden der älteste US-Präsident aller Zeiten ist und der bewirbt sich jetzt auch noch für eine zweite Amtszeit. Bei der Wahl im kommenden Jahr wird Biden 81 Jahre alt sein und das führt zu Diskussionen auch in der eigenen Partei. Es ist eigentlich ein Routinetermin. US-Präsident Biden besucht eine Militärakademie im Bundesstaat Colorado, spricht vor den Absolventen. Doch dann, als er zurück zu seinem Platz gehen möchte, stolpert Biden plötzlich über einen dort liegenden kleinen Sandsack, stürzt vornüber zu Boden. Sicherheitskräfte helfen ihm auf. Biden deutet noch auf den Übeltäter, auf diesen Sandsack, eine böse Stolperfalle. Aber nichts passiert, dem Präsidenten gehe es prima, heißt es später aus dem Weißen Haus. Biden selbst nimmt's mit Humor. I got sandbagged, ich wurde ausgetrickst, scherzt er später vor Journalisten in Anspielung auf den Sandsack. Dann täuscht er kurz einen Hüpfer an, sagt keine Fragen und geht lachend weiter. Biden ist der älteste US-Präsident im Amt. Im November 2024 will er sich für eine zweite vierjährige Amtszeit wählen lassen. Immer wieder gibt es Diskussionen über sein Alter und seine körperliche Fitness, denn immer wieder sorgt der 80-Jährige mit Missgeschicken und Stürzen für Aufsehen. Im Juli letzten Jahres verliert Biden auf seinem Fahrrad das Gleichgewicht, fällt zu Boden. Im März 2021 stolpert er auf der Treppe zur Air Force One. Im November 2020 verletzt er sich beim Spielen mit seinem Schäferhund am Fuß. Für Ex-Präsident und Neu-Herausforderer Trump ein gefundenes Fressen. Bei einem Auftritt im US-Bundesstaat Iowa erzählen ihm Anhänger von dem jüngsten Sturz Bidens. Präsident Trump, Biden ist gerade auf einer Bühne hingefallen. Ist er, fragt Trump, seine Fans johlen. Dann redet der Republikaner weiter mit einem süffisanten Grinsen. Ich hoffe, er hat sich nicht verletzt. Die ganze Sache ist verrückt, da muss man vorsichtig sein. Man muss vorsichtig sein, weil man das nicht will. Trotz aller Häme, Bidens Leibarzt hatte ihm noch im Februar eine uneingeschränkte Amtsfähigkeit bescheinigt. Und auch wenn mal das Gleichgewicht flöten geht, seinen Humor hat der US-Präsident noch nicht verloren. Unser Fernsehsender Welt versorgt Sie rund um die Uhr mit den aktuellen Nachrichten und Hintergrundberichten. Hier beleuchten wir die wichtigsten Themen des Tages und ordnen das Geschehen für Sie ein. Wie Sie uns im TV finden können? Ganz einfach. Indem Sie den Sendersuchlauf an Ihrem Fernseher starten, eine Anleitung finden Sie hier oben verlinkt. Zusammen mit einer Erklärung, wie Sie uns dann über Kabel, Satellit, Streaming, IPTV empfangen können. Hallo und ganz herzlich willkommen hier bei Welt. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken.